Hallo und herzlich willkommen beim TikTok. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Euer Geisi. Du fängst an, oder? Ach so. Ach, okay. Nehmen wir halt die Anmoderation. Servus, liebe Clubfans, und herzlich willkommen zum Zimmerduell heute mit Johannes Geis und Florian Hübner. Die Regeln dürften mittlerweile bekannt sein. Tic-Tac-Toe. Wir spielen mit Fußballspielern in der Form 3 in einer Reihe waagerecht, senkrecht oder diagonal. Jawohl. Und ich würde sagen, bevor wir starten, spielen wir eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck, damit wir wissen, wer anfangen darf. Sein so? Ja. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Willst du anfangen? Ich fange an, ja. Okay. Dann los geht's. Können wir rumdrehen? Jawohl. Uff. Ich muss ja auch mal sehen. Uff. Also, uff. Da muss jetzt clever sein, weil vielleicht weiß der nicht und der nicht. Ah, warte mal, wie geht das jetzt? Okay. Mhm. Ja gut, ne, dann fange ich mal an. Dann mache ich hier mal Christian Matenia, Hamburg und Nürnberg. Korrekt. Ich mache ein X, okay, für X. In die Mitte, oder was? Ja. Ha, schon muss man ja auch schlau vorgehen, gell? Ja, taktisch, den Gegner vielleicht in eine Falle locken. Den genommen, wo du vielleicht wissen könntest, dass du den auf jeden Fall weißt. Weil wissen tut sind es nie, aktuelle Spieler? Es gibt auch ehemalige, es ist alles möglich. Egal, ich kann jetzt auch sagen, Miroslav Klose. Selbstverständlich. Okay. Jeder Spieler darf auch nur einmal vorkommen. Miroslav Klose. Korrekt. Wo? Bei Lautern und der deutschen Nationalmannschaft. Dann machen wir doch bei... Das weißt du 100% nicht. Das weiß ich aber auch nicht. Lass mich mal überlegen. Trainer zählen nicht, ne? Nein, nur okay, Spieler. Okay, schade. Wolltest du Schuster nehmen? Dann nehmen... Was? Axel Schuster. Ja. Nehmen wir bei Nationalmannschaft und Köln Jonas Hector. Korrekt. Und damit schon ein Matchball. Uff. Ja, der tut ja schon mal richtig weh. Ja, jetzt wäre ich gespannt. Aber den weiß ich ja auch nicht. Darmstadt 98 und Kaiserslautern. Das kann schwer werden. Kannst du aber natürlich auch einen eigenen Matchball erarbeiten und darauf spekulieren, dass Geisi... Aber dann müsstest du danach wissen. Ja. Aber den weiß er auch nicht. Oh, ist sehr, sehr schwer. Darmstadt, Kaiserslautern, das ist ja... Eigentlich, ich glaube, da gibt es schon einen. Hat der da mal gespielt? Das müsstest du ja wissen, oder? Als alter Hesse. Drei Hesse. Darmstadt, Kaiserslautern. Also Matenia, der mag die jetzt nicht so, die Lauterer, deswegen hat er da nicht gespielt. Darmstadt, Kaiserslautern. Aber Matenia hat wisst ja schon... Wisst ihr einen? Ja klar, wissen die, haben wir gegoogelt. Ja. Weißt du einen? Nein. Ich weiß echt keinen. Also mir fällt gerade keiner ein. Es gibt bestimmt einen, der sehr simpel ist. Aber ich weiß genau, wenn ich den jetzt nicht... Ich weiß, glaube ich, einen. Darmstadt, Lautern. Puh. Also... Ich weiß nicht, ich hatte Terence Boyd im Kopf, aber der war nicht bei Darmstadt, oder? Der war doch nicht bei Darmstadt. Der war bei Halle, bei Kaiserslautern, dann war Nationalmann. Hertha? War der da? Ich sag ja. Terence Boyd. Bei Darmstadt und Lautern? Ja. Korrekt. Was? Das ist so stark von mir. Was? Das ist wann so denn? Eigenen Matchball? Wann denn? Wie heißt der? Wie heißt der, der bei Hamburg und Kaiserslautern gespielt hat? Ich weiß genau, wer das ist. Wie heißt der? Hamburg-Lautern. Ich gehe mal ins Risiko, weil es bringt ja jetzt nichts. Ich mache Hamburg-Kaiserslautern Opoku. Korrekt. Yes. Aaron Opoku. Was laberst du? Und damit wieder ein Matchball. Was laberst du? Den jetzt. Und jetzt Hamburg-Köln. Wie soll ich denn da drauf jetzt kommen? Hamburg-Köln, also hä? Weißt du? Ja, Digga. Ehrlich? Ja, Digga, überleg mal bitte. Überleg mal bitte. Hamburg-Köln. Überleg mal bitte. Sammelposition. Ja, wenn ich dir das sage, dann weißt du es sofort. Kurz noch einen Nissenangriff. Ehrlich? Hamburg-Köln, wer weiß, also Digga, bitte. Also ich habe hier welche auf meinem Zettel, die sind auf jeden Fall noch aktive Spieler. Noch aktive Spieler? Ja, ja, klar. Bei Köln?
Nein, ey, was ist das? Ist das eine Fragerunde? Achso, ich hab gedacht, da kriegt man Tipps. Ich geb dir einen Tipp. Hat auch was mit Nürnberg zu tun. Hat auch was mit Nürnberg zu tun. Da kommt nur ein Nicken. Und, ja klar, wenn du den Spieler weißt, dann ist es auch einfach. Und mit meiner Vergangenheit. Deiner Vergangenheit? Ja. Bei Köln die Vergangenheit. Auch, ja. Aber auch noch bei einem anderen Verein. Ach ja, okay. Ja. Stürmer? Ja. Terodde. Richtig. Korrekt. Matchball abgewehrt. Ja gut, Darmstadt und Nürnberg. Warte mal, du hast hier nur, ne? Du kannst nichts machen. Ich kann eh nur verteidigen. Ich bin nur am Verteidigen, oder? Also Nationalmannschaft und Nürnberg. Fällt mir jetzt im Moment gerade ein paar Spiele ein, weil ich bin jetzt so 100% sicher bin. Scherz blamier wäre scheiße, ne? Florian Hübner ist es nicht. Nein, der ist es nicht. Kann ich zwar nicht verstehen, aber okay. Kakao. Ist korrekt. Ja, also. So, wieder ein Matchball, aber auch selber die Chance, einen eigenen Matchball sich zu erspielen. Ja, das weißt du ja jetzt 100%. Also, das ist ja unser. Unser hier, unser Rudolf the Red Nose, oder? Nein, den hatten wir schon. Ach, den darf ich nicht aufzählen. Du meinst Christian Martinia? Ja. Den dürfen wir leider nicht, weil den haben wir ja schon bei Nürnberg und Hamburg. Weiß ich schon, wer der war. Aber es gibt auch noch jemanden. Bitte, Digga. Bitte. Wer war denn bei Darmstadt? Bitte. Wer war bei Darmstadt? Und Nürnberg. Ja, aber das zählt ja jetzt nicht, oder? Fabi Nürnberger. Oder doch? Ja, klar, ja, okay. Digga. Ja, okay, gut, ich hab gerade von letzter Saison. Das bin ich gleich, ne? Ja. Fabian Nürnberger. So, jetzt selber die Chance. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du einmal ist. Köln und Darmstadt, Matze Bader. Ich habe in Köln mit ihm zusammengespielt, deswegen. Und jetzt spielt er halt erste Liga bei Darmstadt. Ja? Ja. Hab ich schon gesagt, ey. Damit haben wir einen Unentschieden. Müssen wir noch eine zweite Runde spielen. Absolut.